Sie heute alle zu begrüßen bei unserem fünften Langfilm Fluten mit dem Regisseur Georg Pelzer, der zum Filmgespräch hier ist. Mein Name ist Lukas Dominik und ich leite die Langfilmauswahl und bin auch Teil der Festivalleitung. Bevor wir mit dem Q&A beginnen, eine kurze Einführung von Georg Pelzer. Georg Pelzer studierte an der Bauhaus-Universität Weimar Medienkunst, sowohl im Bachelor als auch im Master, und hat auch ein Auslandssemester an der Brooks-Oxford-Universität Filmwissenschaft studiert, was ihn, glaube ich, auch maßgeblich beeinflusst hat in seinem Filmschaffen, seine Entscheidung, Filme zu machen. Er arbeitet auch als Regieassistent am Nationaltheater in Weimar und realisiert auch schon zwei sehr erfolgreiche Kurzfilme. Fluten ist sein Langfilmdebüt. Und dann würde ich gleich mal ins Q&A einsteigen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne im Chat. Meine Moderation leitet mir die weiter. Super, dann auch schon die erste Frage. Es ist dein Debütfilm, Georg. Und wie kam die Idee dazu, den zu machen? Also was hat dich inspiriert, was hat dich bewegt, Fluten zu machen? Ja, hallo erstmal in die Runde. Der Anfang von Fluten, das geht so auf das Jahr ungefähr 2015 zurück. Ich habe in der Zeit mich relativ viel mit Versagensängsten, Gefühlen der Überforderung, gewissen Druck, den ich so wahrgenommen habe, der auf Leuten, die ich kannte oder auch Leuten so im Alter 20 bis 30 lastet, dass ich so wahrgenommen habe. Und gleichzeitig hatte ich zu der Zeit einen Freund oder ein bisschen vorher eigentlich, der in einem Berliner Start-up so einer ziemlich großen Klitsche, das war so ein Unterding von Rocket Internet, falls das jemand kennt, da gearbeitet hat, und der hat ziemlich krasse Geschichten so erzählt, und das habe ich irgendwie so verknüpft, und so habe ich angefangen zu recherchieren und ursprünglich mehr über Startups selber und die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, wie auch so nach der Arbeit versucht wird, die Leute da zu halten mit kleinen Spielen, mit Wettbewerben, immer wieder dieser Wettkampf auch zwischen den Mitarbeitern, alles so pseudolässig und doch eigentlich dafür da, um dann doch mit nicht so viel Bezahlung die Arbeitskraft maximal auszureizen. Habe dann aber gemerkt, alles, was ich so schreibe in Drehbuchentwicklung, geht in so eine Richtung Wolf of Wall Street im Startup oder so. Und den Twist oder die Idee, die Wendung in der Entwicklung, die es dann genommen hat, war halt, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie ist es, wenn jemand diesen Druck, dass das auch auslösen kann, nicht mehr standhält und irgendwie durchs Raster fällt und auch keinen unmittelbaren Alternativplan für sich entwickeln kann und das vielleicht auch nicht immer ganz leicht ist, sich das anzuschauen. Da können wir gleich noch vielleicht was dazu sagen, aber diese Perspektive mal hinzuschauen, wo man vielleicht nicht so oft hinschaut, das war so die Ausgangsidee. Und also du hast es gerade schon angesprochen, dass man vielleicht auch nicht so gerne hinschaut. Das ist ja auch, also es fühlt sich auch sehr authentisch an und also man hat das Gefühl, dass man so die dritte Person im Raum ist und das so mitbekommt. Ich habe auch gelesen, es gab kein Drehbuch, sondern dass viel improvisiert ist. Wie muss man sich das vorstellen? So, wie war der Prozess auch? Also sowohl für die Schauspieler, für deine Arbeit mit den Schauspielern, aber auch für die Kamera. Ja, also es gab, genau, wie gesagt, kein ausgearbeitetes Drehbuch. Wenn ich die Geschichte geschrieben habe, habe ich so ein 20-seitiges so eine 20-seitige Handlungsbeschreibung in etwa verfasst. Und auf der Basis, die kannten natürlich alle Schauspieler, dann haben wir die Szenen vor Ort improvisiert. Das heißt, was in einer Szene passiert, war relativ grob festgelegt, aber wie das Ganze passiert, wie das im Raum passiert, in welcher Reihenfolge das passiert, das war überhaupt nicht klar. Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel etwas konkreter. Wenn wir zum Beispiel so eine von den Streitszenen von dem Pärchen in der Wohnung gefilmt haben, dann haben wir eben nicht das, was Sie und ihr alle im Film gesehen haben, 5 oder 10 Mal hintereinander gemacht und aus verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt, wie man das normalerweise vielleicht machen würde, sondern wir haben diesen gesamten Vorgang, wie ein Streit sich so entwickelt. Er kommt nach Hause, zieht die Schuhe aus, wie war es auf der Arbeit, holt sich was in der Küche aus dem Kühlschrank, setzt sich mal ins Wohnzimmer. Dieses Ganze, wie sich das aufschaukelt,
haben wir mitgedreht und wie die reale Situation im Leben stattfinden würde, das gemacht. Ich habe den Schauspielern teilweise auch unterschiedliche Regieanweisungen gegeben. Also ich habe, das war abgesprochen, dass ich das mache, aber was ich denen sage, wussten die dann nicht. Und dann kam er nach Hause und fand seine Freundin in einer Verfassung vor, womit er in dem Moment nicht gerechnet hat und dann umgehen musste. Der Raum war so präpariert vom Licht her, also wir hatten alle Fenster, das sieht man natürlich nicht, aber da sind so orangene Folien von außen an die Fenster geklebt gewesen zum Beispiel, sodass die Lichtstimmung identisch ist mit den Lampen, die im Raum sind, dass man die immer an- und ausmachen konnte, sodass die Schauspieler sich frei bewegen konnten. Das heißt, man konnte auch mal kurz ins Schlafzimmer gehen, wenn einem danach war. Regieassistenz und ich saßen immer irgendwo in der Ecke und haben uns versteckt und geguckt, dass wir nicht im Bild sind. Und der Kameramann, wonach du fragtest, hatte natürlich eine ganz besondere Aufgabe, das alles einzufangen. Er hat alleine gearbeitet, was auch absolut unüblich ist im Spielfilm eigentlich. Und wie ein Dokumentarfilmer, wie ein Berichterstatter, wie ein Reporter versucht, diese Szenen zu filmen. Und so entsteht das, wovon wir eben auch gesprochen haben, dieser klaustrophobische Blick, diese Nähe, diese Enge, weil er quasi immer so mit der Kamera auf die Szenen drauf filmt und wir auch nicht weggucken können. Also es ist so eine Nähe. Man möchte ja fast manchmal so ein bisschen durch die Leinwand greifen und ihn so rütteln. Vielleicht am Laptop jetzt, wenn ihr das zu Hause gesehen habt, noch mehr, das weiß ich nicht. Aber diese Diskrepanz, dass man ganz nah dran ist und ihn doch nicht zu fassen kriegt, das hat uns interessiert und das ist ganz essentiell auch mit dieser Kameraarbeit umgesetzt worden. Also du sprichst, also es scheint so, als wärt ihr ein sehr kleines Team gewesen, also du, der Regieassistent, Kamera und vielleicht die beiden Schauspieler dann vor Ort. Kannst mal kurz aufzählen. Wir hatten eine Regieassistentin und ich waren immer vor Ort. Kamera, Ton, ein, zwei Schauspieler und dahinter gab es ein Produktionsteam von 3, 4 Leuten, die die ganzen Abläufe mit organisiert haben. Es war ja auch dein Abschlussfilm oder ist dein Abschlussfilm. Ja. Wie sah das denn finanziell aus, also auch mit dem Team, welche Möglichkeiten hattet ihr bei der Umsetzung? Also das war mit unseren 20 Seiten Handlungsbeschreibung, die teilweise wirklich sehr rudimentär waren. Also da stand dann drin, er kommt nach Hause und sie streiten sich. Und mit so einer 20 Seiten war uns ziemlich schnell klar, dass wir nicht den klassischen Filmförderweg gehen können und werden. Und wir haben uns dann auch so überlegt, dass wir die Tatsache, dass wir das mit relativ wenig Geld, also wir hatten dann eine kleine Förderung aus Thüringen und von der Uni ein bisschen Geld, haben dann aber gedacht, wir müssen das irgendwie zu unserer Geheimwaffe machen und jetzt nicht versuchen, mit den wenigen äußerlichen Mitteln, die wir haben, irgendwie einen auf Netflix-Look oder irgendwas zu machen, sondern halt genau Dinge machen, die man auch nur so machen kann. Also zum Beispiel in fahrenden U-Bahnen mitten im laufenden Betrieb drehen und wir sehen halt aus wie so ein paar Filmstudenten, die da irgendwas machen und deswegen kann man das auch irgendwie leicht umsetzen. Und also wir hatten natürlich Drehgenehmigungen für bestimmte Abschnitte, aber so haben wir dann versucht zu arbeiten, halt mitten im laufenden Stadtbetrieb hat man ja gesehen, dass wir das so ein bisschen uns zu eigen gemacht haben, dass wir halt ein Studentenfilm sind, aber das auch irgendwie was rausholen können da. Ja, es gibt dafür auf jeden Fall Nähe. Und dazu habe ich tatsächlich auch die erste Publikumsfrage. Wie war es denn, in der Bahn zu drehen? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es viele Anekdoten, von denen ich vielleicht nur ein, zwei erzähle jetzt. Und zwar, also ich kannte Hamburg vorher nicht so gut wir hatten uns für Hamburg entschieden, weil der Hauptdarsteller Fabian, den ich schon sehr, sehr lange kenne, in Lüneburg zu der Zeit am Theater war und deswegen waren wir in Hamburg. Und dann hatten wir von den Hamburger Verkehrsbetrieben immer so bestimmte Streckenabschnitte zur Nichtstoßzeit, wo wir dann von der Haltestelle bis zu der Haltestelle drehen konnten. Problem war, dann waren wir mit unserer Szene aber noch nicht fertig, mussten also umsteigen und die nächste Bahn zurückfahren und da die Szene weiterdrehen. Jetzt haben aber in Hamburg die U-Bahnen verschiedene farbige Sitze. Also dann hast du eine rote U-Bahn und dann eine blaue U-Bahn. Das heißt, wir mussten immer irgendwie abwarten, bis dann wieder eine Bahn kommt, die farblich zu uns passt. Dann hatten wir Straßenmusiker, die plötzlich mitten in der Szene angefangen haben, da mit Musik in der Bahn zu machen.
die Szene, wo zum Beispiel die Frau so auf der Schulter einschläft, bei Fabian, bei Jonas auf der Schulter. Das war auch ganz schwierig, weil da die Frau im Hintergrund mit der Zeitung immer mit ihrer großen Sonnenbrille so geguckt hat, was wir da so machen. Und das hat man im Schnitt, sieht man das alles nicht, aber da waren viele unplanbare Sachen, die da passiert sind. Oder auch wenn wir auf der Schanze gedreht haben oder so, dann natürlich auch. Vielleicht auch dann die Frage dazu, wie ihr damit umgegangen seid, also dann in der Post-Production vor allem. Also du meinst auch, dass ihr viel mitgedreht habt, einfach viel auch Material hattet dann. Wie war das jetzt? Also wir haben gerade bei diesen, also wir hatten insgesamt so 60 Stunden Material, aus denen wir dann in einem anderthalb Jahren dauernden Prozess den Film geschnitten haben. Das hat allein 2-3 Monate gedauert, sich das sinnvoll alles anzuschauen, was wir da gemacht haben. Und wir haben also oft auch Dinge mehrfach gedreht in verschiedenen Versionen oder beim Improvisieren ergibt es sich irgendwie, dass manchmal so Redundanzen auftreten. Das ist irgendwie, das hat man dann schon bei einer anderen Szene gehabt und später im Schnitt konnten wir dann entscheiden, in welcher Version wir das nehmen. Gerade bei den Stadtszenen hatten wir da manchmal so, wir haben sehr viel Material, wie er ziellos durch Hamburg läuft oder wie er U-Bahn fährt oder so, solche Sachen, da haben wir wirklich viel von gedreht. Was vielleicht ein bisschen mehr geplanter war, waren dann so Sachen wie der Club zum Beispiel. Das ist im Molotow gedreht auf der Reeperbahn. Und da haben wir dann, die ganze Szene ist innerhalb von 4 Stunden gedreht worden. Und wir haben, bevor die ihre Türen geöffnet haben, konnten wir halt von 18 bis 22 Uhr in den Club, haben die Folien, also das ganze Licht auf der Tanzfläche war eigentlich knallrot. Das haben wir mit blauen Folien verändert, dass das so in unser Wasserthema passte. Und haben dann da gegen Freibier für Freunde und Bekannte eine kleine Party gefeiert. Und da, während die Musik immer wieder laut lief, haben wir kurz ausgedreht. Ich habe so meine Ansagen in den Raum gerufen und dann ging es auch schon weiter, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Das war dann aber ein bisschen organisierter vielleicht und nicht, also es war nicht während einem echten Clubbetrieb. Vielleicht tatsächlich noch eine Frage aus dem Publikum, die sich auf den Produktionsprozess bezieht, wie das mit dem Drehen im Schwimmbad war. War es einfach? Hat man euch es einfach reingelassen und wie filmt man im Schwimmbecken so nah von oben? Wir hatten sehr wenig Geld, wie schon besprochen, aber dieses Schwimmbad haben wir gemietet. Wir haben tatsächlich für einen Betrag, es waren kleine 100 Euro, ich weiß nicht mal, 1, 2, 300 Euro oder so, konnten wir dafür 2-3 Stunden, irgendwie sowas in der Größenordnung, konnten wir da rein. Wir hatten gehofft, dass eigentlich im Hintergrund noch so ein bisschen unscharf Betrieb zu sehen ist, aber die hatten wirklich das ganze Becken für uns gesperrt und dann mussten wir damit arbeiten. Für die Kamera, wie wir das gemacht hatten, wir hatten von einem Hersteller, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, was nicht gut ist, weil sie uns netterweise diesen gesponsert haben. Aber das könnt ihr alles auf unserer Facebook-Seite nachlesen. Da gibt es ein Foto, wie unser Kameramann Christoph das macht. Und zwar, das war im Prinzip eine Plastiktüte, eine professionelle Plastiktüte, die speziell für dieses Kameramodell, das ist die Sony FS7, und dafür hatten wir so eine Spezialtasche, in die man die Kamera dann reingetan hat. Und da haben wir den Kameramann, der hing dann auf so 2 Schwimmnudeln und hatte an der Kamera unten so Gewichte dran und das war alles so austariert, dass das nicht, dass er nicht so viel Auftrieb hat und nicht so viel absinkt. Also auch dieser erste Shot, wo in Zeitlupe, wo der so ins Wasser springt, das ist alles mit diesem Beutel da gemacht worden. Und der Hersteller, der ganz toll ist, den findet ihr auf der Facebook-Seite. Okay. Tatsächlich noch eine Frage zu dem, also zur Musik, die ja doch sehr prominent ist im Film, obwohl sie ja eigentlich so zurückgenommen ist. Ist die auch, also stand das von vornherein fest, wie die Musik aussieht, oder ist das auch im Schnitt entstanden, als ihr den Rhythmus gefunden habt? Die Musik, die ist von Ben Havier, einem DJ aus Weimar oder einem Komponisten. Und der ist ein guter Freund von uns, mit dem wir auch schon öfter mal zusammengearbeitet haben. Und die Editorin Eva Maria Arndt und ich haben im Schnitt gesessen und wir haben diese Szene im Club geschnitten. Und Eva hat dann seine Musik
genommen und das kam dann so, dass er an Bord war und wir quasi diese Clubszene zu seinen Techno-Tracks, die schon vorher feststanden, die gab es vorher schon, geschnitten hatten. Und dann haben wir quasi, das stand noch nicht vorher fest, welche Musik wir genau haben werden, brauchten wir noch weitere, flächigere, atmosphärischere Sachen, die vielleicht so ein bisschen auch dieses Wasser-Thema nochmal so anerzählen. Das sind ja so wellenförmige Musikstücke, die es am Ende jetzt so gibt, die auch so eine gewisse Drohung nochmal auf ihn ausüben und so einen Druck. Und das haben wir dann, also hat Ben alles dann für uns komponiert. Das war ein ziemlich langwieriger Prozess. Also es ging immer vor und zurück. Er hat Stücke komponiert, wir haben das drunter gelegt. Dann habe ich mit ihm gesprochen, nee, das vielleicht doch nicht so. Und das ging über Wochen, wenn nicht Monate, bis die Stücke dann fertig waren. Und er hat auch sehr viel rumprobiert, um diese Sounds zu finden, bis er das so für uns hatte. Okay, dann vielleicht weg vom Film, wenn es gerade keine Fragen gibt, vielleicht wieder zurück ins Kino. Wir hatten vorhin gerade schon mal drüber gesprochen. Ihr hattet einen Kinostart, aber keinen Verleih. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ihr den Film dann selbst ins Kino gebracht habt? Ja, das ist vielleicht ein bisschen was Besonderes. Wir haben uns entschieden, den Film selber ins Kino zu bringen, was sich dann im Nachhinein in der aktuellen Situation als eine ganz gute Idee herausgestellt hat, weil wir dadurch sehr flexibel waren und wir wollten ursprünglich schon in der ersten Jahreshälfte ins Kino kommen, mussten das auf die zweite Jahreshälfte verschieben und haben Fluten selber ins Kino gebracht. Termine in 20 Städten waren geplant, sind geplant. Im Moment ist so ein bisschen die Pausetaste jetzt gedrückt und es wird vermutlich erst im nächsten Jahr weitergehen. Das wissen wir alle noch nicht so genau. Aber wollten wir, weil der Film auch so irgendwie so ein bisschen handgemacht und selbstgemacht war, auch irgendwie selber in die Hand nehmen. Und für alle, die jetzt ganz konkret sich denken, ja, wie genau habt ihr das denn gemacht? Wir haben einfach die Kinos angesprochen und zwar ziemlich viele. Da melden sich auch viele erstmal nicht zurück, weil sie sehr viele Anfragen kriegen. Da muss man also ein bisschen dranbleiben. Und sicher hat auch geholfen, dass wir bei den Hofer Filmtagen Premiere hatten letztes Jahr. Und haben denen unseren Trailer geschickt und dann mit den Kinos gesprochen und die Werbung und so alles selber gemacht, die Pressearbeit und waren sehr froh, dass das geklappt hat, dass wir auch jetzt in so vielen Städten zu sehen sind und sein werden. Auf jeden Fall sehr gelungen. Ich schaue gerade nochmal in den Chat, aktuell keine Fragen, also ich möchte Sie gerne ermutigen, falls Sie Fragen haben, die zu stellen und die Gelegenheit zu nutzen. Dann auch tatsächlich noch eine Frage zur Verwertung. Wie ist es für dich aktuell, die Filme, also den Film im Kino gesehen zu haben, also diesen Kinostart mitgenommen zu haben, aber auch für dich als Kinogänger, als Filmmenschen, das jetzt die aktuelle Situation, wie sehr brauchst du das Kino? Wie schaust du Filme? Ich glaube, das ist ein Film, der ganz dringend das Kino braucht. Also wir haben ja eben schon mal davon gesprochen, dass der Film vielleicht auch manchmal so ein bisschen bei einem so das Gefühl auslöst, oh, hier will ich jetzt mal kurz weg oder so, der ist mir ein bisschen zu viel oder ich weiß nicht genau, was der will. Und das ist, glaube ich, ein Film, vor dem man im Kino halt auch, ich weiß nicht, jetzt haben Sie oder ihr habt es zu Hause gesehen, aber gerade auch im Kino kann man da sich noch viel schwieriger von zurückziehen oder mal sich ein Bier holen oder so, sondern man guckt den wie ein Theaterstück vielleicht auch in diesem schwarzen Saal und ist dem ausgeliefert. Und gerade so ein Film wie Fluten, für den ist das eigentlich sehr wichtig, glaube ich, in so einem Setting geschaut zu werden. Jetzt gucken wir das hier so, weil es nicht anders geht, das wissen wir alle. Aber das heißt also sozusagen, es gibt eine bestimmte Art von Filmen, die brauchen die Kinos. Das sind jetzt nicht immer die Filme, die die Kinos nur brauchen. Die brauchen natürlich auch den neuen Bond oder was andere Filme. Aber für manche Filme ist es, glaube ich, essentiell, dieses Gucken ohne Ablenkung, ohne sich nochmal irgendwie Popcorn holen zwischendurch und so, sondern wirklich sich diesen Film anzuschauen. Und das ist natürlich im Moment schwierig und
Das vermisse ich schon auch irgendwie so. Und ich hatte die Kinotermine, die ich hatte mit Fluten, waren ganz toll. Also das mit den Leuten im Live zu sehen, natürlich. So. Deswegen gehen wir ja alle gerne ins Kino. Ja. Okay. Dann würde ich tatsächlich noch eine Frage stellen wollen, eine Abschlussfrage. Das war jetzt dein Langfilmdebüt. Wie geht's weiter? Also was planst du aktuell? Was hast du für Projekte, wenn du darüber sprechen möchtest? Ja, ich schreibe gerade an mehreren Geschichten, die vielleicht zusammenhängen, vielleicht auch nicht. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau. Aber ich kann so viel darüber noch nicht sagen, weil das noch sehr schwammig ist. Und bevor ich mich dann wieder für 4-5 Jahre, weil so lange hat Fluten gedauert, mit so einem Projekt verheirate, genieße ich das gerade so ein bisschen, die Fühler noch so ein bisschen auszustrecken und noch nicht sofort das eine Riesenprojekt wieder zu haben. Aber ich habe mehrere Ideen und werde berichten. Das wird uns freuen, in Zukunft auch noch mehr von dir zu hören nach deinem Langfilmdebüt. Dann vielen Dank, Georg, dass du da warst, dass du dich den Fragen gestellt hast, dass wir uns austauschen konnten über deinen Film. Dann würde ich jetzt noch gerne auf unseren Sponsor hinweisen, auf unsere Sponsorin. Einmal unseren Trophäensponsor für das Mainzer Rad. Das ist Juwelier Willenberg, der das Mainzer Rad jedes Jahr gestaltet. Und ich hoffe, Sie haben auch schon abgestimmt, damit auch Georgs Film eine Chance hat, den Preis zu gewinnen. Das entscheiden Sie, das Publikum. Ist mit 1.500 € dotiert. Die werden gesponsert oder sind gesponsert von der Sparda Bank Südwest, bei denen wir uns auch herzlich bedanken, die uns immer wieder unterstützen. Dann bleibt mir nur noch auf die übrigen Veranstaltungen hinzuweisen. Die Filme von heute können noch geschaut werden, unter anderem auch Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt, Langfilm 4, der Dokumentarfilm Im stillen Laut. Beide sind noch für mittlerweile wahrscheinlich 45 Stunden On Demand auf alles Kino verfügbar. Morgen folgt unser Kurzfilmwettbewerb um 20.30 Uhr. Da lohnt es sich, denke ich, auch schnell zu sein. Der ist immer sehr gefragt. Und am Donnerstagabend Dokumentarfilm 5 Displaced von Sharon Ribakan und der letzte Langfilm 6 Kids Run von Barbara Ott. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Georg, nochmal und bei den Zuschauern des Q&As und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss.